Hau in der Tasten. Aufnahme starten. So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zum Part Nummer 17 von Super Mario. Leute, da sind wir wieder. Slugs ist auch wieder am Start. Gullivers Reisen. Haben wir geschafft? Jetzt kommt dein. Pilzfiasko, Entschuldigung. Dein Wunschlevel oder dein Wahllevel. Und dann ist für heute auch genug. Ja, dann haben wir genug. Gemariot. Warte, was muss ich denn machen? Erklimme den Berg. Okay. Yahoo! Das war knapp. Dir ist bewusst, dass das halbe Level aus Abgrund besteht, ne? Also da bin ich mal gespannt, wie du dich. Alles gut. Ich versuche mich zu konzentrieren, bevor ich den Arschkeks aus dem Versager rauslasse. Und mich von dem Maulwurf getroffen. Ja. Schneiden wir raus. Du fetzt hier aber ganz schön durch. Okay. Also tot ist er noch nicht. Will ich hier in eine Richtung blasen? Ja, ab und zu gibt's mal da so Windböen. Ich wollte es gerade sagen, hör ihn dir an, den Gauner. Ins Gesicht springen. Da beleidigt man die anderen Jokers. Ich kenne die Szene noch, die ist Asbach alt, aber ich kenne die Szene noch. Die war richtig eklig. Vor allem als Kind hast du es nicht gerafft. Gedacht, das Ding wäre echt. Schon wieder? Einmal ist kein Mal, ne? Wie war das? Ja, irgendwie. Zweimal ist. Nee! Einmal ist zweimal. Ach, da unten ist die Kanone. Ach du Scheiße. Ja, gut, dass du den Level machst. Ja, super. Macht's nicht besser. Oh, Fliegenpilz-Fiasko, den Level nehme ich. Nein, nein. Oh. Ja. LOL! Woher kommt denn da jetzt dieser Scheiße. Hast du noch gesehen am Ende? Da war noch so eine Windböe. Ich glaube, die hätte ich noch gerettet. Nee. Hätte, Fahrradkette. Aber da hinten hat Geschoss ja dann Hass gekriegt. Ach, verdammt. Oh, das so. Also, Jungs und Mädels, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt hier. Genau, willkommen zurück bei Mario. Fangen wir von vorne an. Schneiden wir raus. Lassen wir drin. Failen, drinbleiben. Sonst ist es ja kein Fun, sondern eine gleiche Compilation machen, wo wir auf jeden Stern drauf hinhalten. Ja, wir sind ja kein Trend-YouTuber. So, Shots feiert. So, jetzt. Ein Doppelsprung wäre vielleicht. Alter! Pass auf, der Drecksack klaut dir gerne die Mütze. Alter, was ist denn hier los? LOL? Unsichtbare. Oh, was tust du? Was? Geh doch mal. Funktioniert! Hat. Oh, du scheiß Affe, wenn du mich jetzt. Lach dich noch aus. Oh, das ist bitter, Mann. Dieser Dreck. Dreckige Shift. Alter, alte F4. Steuerung weit entfernen. Alles entfernen. Den ganzen Bums hier. Alter, nein, 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 nein. Warum? Wieso? Ja. Das? Wir sind wieder voll im Geschehen. Das wird mal wieder ein langer Part. Ach, Scheißendreck, ey. Da kriegst du doch. Weißt du, kriegst du doch echt Herpes auf dem. Ja, ne? Alter, das macht mit Bremsstreifen aus der Unruhe frisch. Alter. Ekelhaft, Skala steigt.
Und war das ein Spaß-Fun-Faktor-Streik-Niveau? 1:1. Nein, nein, schon wieder. Boah, diese. Alter, der Maulwurf bumst sich aber jedes Mal weg. Ja, auf jeden Fall. Echt. Der ist heiß. Probier mal einen Doppelsprung. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Oder. Ihr könnt eine gute Minute vorspulen, Leute. Ja, gut. Also, wer überhaupt noch zuguckt jetzt an der Stelle. Respekt, dass ihr durchhaltet. Finde ich gut. Nicht einfach, wir wissen es. Ne? Der Anna, hey, gibt sich's voll. Maulwurf? Ja. Ja, vergiss es. Der Graf ist zwar blöd, aber nicht saublöd. Also doch, saublöd schon, aber. Alter! Stern Nummer 1. Er weiß, sie schwieriger als gedacht. Weißt du, was das Ding hier ist? Das Ding hier ist ein Affenberg, ne? Ist ja klar. Du musst da ganz hoch. Die wollen dich leiden sehen. Ach, Schnucki, scheiß Maulwurf. Die wollen dich echt leiden. Die wollen uns alle leiden sehen. Ja, ihr müsst euch angucken, ne? Wir müssen da ja mit durch. Alter, jetzt aber, jetzt. Ich glaube, du musst da an der Ecke mal echt ein bisschen langsamer machen. Sonst sitzen wir hier morgen noch am ersten Stern. Ja, also, wir haben heute den 30.12. Noch? Noch, ja. Und wenn die Aufnahme. Oh, wenn die Aufnahme fertig ist, haben wir den 1. Januar. Haben wir wieder den 29.12. Wieder. Hat sich nur das Jahr geändert. Oh, komm schon. Na, geradeaus laufen funktioniert. Meistens. Ja, das ist irgendwie traurig. So, jetzt. Nein! Jetzt mal unter uns, was ist denn da falsch bei dir? Ich weiß nicht. Was tust du? So, im nächsten Part geht's weiter. Wie oft wird der Graf noch im Kreis rennen? Das ist jetzt nicht normal, ey. Weißt du, hier unten das, wo jeder Arsch normalerweise dreimal runterfällt, das kriegt er hier mit einem Waldsprung easy gechillt, ey, wie das geht, ne? Ich glaube, du musst da oben echt mal auf die Bremse treten. Ja, ich muss ja. Das hat keinen Sinn. Ja, einmal bremsen erspart fünfmal. Oh, du Hurengefundener Scherz. Oh, hätte der dich jetzt nur in den Abgrund gefahren, ne? Dann wäre ich da reingesprungen. So, brems ab jetzt! Danke. Genau! Krabbel drüben! Hinge in die Arme ab. Ja, komm doch her, du Arsch! Und da vorne machst du einen Doppelsprung, ne? Doppelsprung? Mhm. Ja! Ja! Gut. So weit war ich ja schon. Benutzt den Schallgeil zum Rüberflatter. Was will denn der Affe? Kannst du den. Hä? Was war denn? Hä? Egal, scheiß auf den. Oh Gott, der spuckt Feuer! Ja. Langsam, du hast es gepackt. Oh Leute! Das Ganze müssen wir ja nur noch mal 7 Mal machen. Voll auf die 12. Alter! Ist mega Hauptsache ich. Ja. Bau keinen Scheiß! Ich will mir Münzen machen. Bau keinen Scheiß. Ich bin jetzt hier in den Sport. Was ist?
oh nein, irgendwas mit Springen, oh nein. Oh Gott. Ey, der sieht schon so arschlochmäßig aus. Ja, der sieht schon so aus, als würde er schon Kindergarten machen. Wir müssen aufpassen. Du lachst aus welchem Grund? Ich huste, Krabbel, Krabbel, um Gottes Willen, Krabbel. Das sind die letzten 5 Meter. Sicher ist sicher. Man muss sich nicht schämen zu krabbeln. Mario nicht. Mit dem Arsch wachsen, weißt du? Ab und zu kann auch. Oh Gott. Trotzdem. Ja, ja, schön mittig bleiben. Oh Gott. Dieser Kameraschwenk. Ich sag's immer richtig schön. Oh Leute, ey. Und haben wir schon die 30 Minuten? 10 Minuten, 11. 11. Alter. Ich hab sie nochmal schön bis jetzt in die Hose rutschen lassen. Das ist schon im Fußgelenk. Oh, noch 6 Sterne fehlen, Leute. Erkunde den Affenkäfig. Weißt du, wo der ist? Nee. Da oben, wo du gerade gekrabbelt bist. Ne? Oder? Nee, der Affenkäfig schwebt an der Stelle, wo du gerade gekrabbelt bist. Der Wasserfall ist nochmal ein eigener Stern. Oh, okay. Also, wie gesagt, wir müssen ja nur noch 7-mal hoch oder 6-mal. Nur noch. Nur noch. Nur noch. Da gehe ich lieber auf ein Date mit Freddy. Ich glaube, die Leute skippen einfach auf den nächsten Part. Falls überhaupt noch irgendjemand jetzt zuschaut, Respekt, Leute. Ihr habt euch durch... Da meint er ist safe, ne? Weil er es einmal packt. Ich hab dich schon im Wasser liegen sehen. Ne, springen ist... Oh Gott, da kommt er wieder. Alternativen Auswich. Das war predicted, bitch. Oh yeah, mit Schmeckt. Ja, den nimmt du scheiß Wolken. Ich singe einfach nur, um meine Unsicherheit zu verletzen. Oh, du Gumba. Double KO. Gumba, Alter. So, wo war der Affen für dich? Da, da muss ich irgendwie drauf springen, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du musst noch mal hoch. Nee, du musst da noch mal rüber krabbeln. Du musst noch mal hoch auf den Berg und den Affen fangen oben. Glaub ich. Ja. Ernsthaft? Ach, ja. Ah ja, und dann wird der Meld auf mich, fängt an, mir die Mütze zu klauen, glaube ich. Nee, das ist nur der Arschlochaffe da unten. Der da oben gibt dir dann den Stern. Ach so. Auf das Ding draufspringen, das packen wir in 30 Bart nicht. Ach klar, so ein Lackschatz. Ach klar. Ja, nett. Da, pack den Gauner. Da hat er dich aber. LOL! Aua, hey, okay, ich mach den Vorschlag, ja. LOL! Mit seinen scheiß Segelohren. Alter, voll Fabian-Arsch. Prinz Charles, So, was macht er jetzt? Der holt den Affenkäfig. Ja, aber ich glaube, das soll es oben stehen bleiben. Weil er den dann dahin schmeißt. Ja, sicher dann. Och, Penner, wenn du jetzt runterrutschst, oh Gott. Jetzt hier nochmal ins Gemälde. Ich hasse dich. Ja, passt schon. Ja, du kannst schon durch Mario haben, natürlich durch Mario beendet. Alter. Mach den Krabbler.
Alter, nee, ey, weißt du, da dachte ich so. Mach den Krabbler. Ja, ich weiß. Oh, wie er schreit, ne, da hinten. Rumposaun, den Level nehme ich. Ich muss nicht wissen, wie viel das Spiel auf dem Kreis gewesen wird. Hey Baby, komm schon, wo bleibst du? Halt die Fresse. Hätte ich da nicht auch. LOL! Augen zu und hinterher. Oh, Mario, weißt du jetzt auf einmal? Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Wo sind wir? Sind wir überhaupt noch irgendwo? Geht er mal an Land? Oh, da ist er, da ist er. Ist er das? Ja, müsste der sein. Gut, oh. Glaube ich. Ist egal, ich muss mir jeden Stern holen. Boah, da kriegst du doch einen Krampf in den K- Kriegst du recht. Erkunde den Affenkönig. Der Affenkäfig. Der Affenkönig. Ich würde gehen wie du, stehen wie du. Finde die 8 roten Münzen, ja, die sind, glaube ich, relativ krass. Oh. Alle auf dem einen Fliegenpilz, ja. Meine ich zumindest, ich bin mir nicht sicher. Oder 4 auf dem Pilz und 4 an der Kletterranke da. Ja, 4 auf dem Pilz. Ja. Das hat keiner gesehen. Das wird interessant, Leute. Ich werde erstmal, wenn hier noch Game Over gehen. 20 Leben, Game Over, flop. Ich sehe sie jetzt schon. Gute Laune noch vorhanden. Ja, natürlich. Ich will die Mario ja sterben sehen. Mhm. Wieder in einer Kollege da. Das macht sie ja schon keine Lust mehr. Mhm. Ich halte mir einfach die Augen zu und guck nicht hin. Okay. Ich guck mal aber trotzdem durch die Fingerspitzen. Oh Gott! So, wo ist jetzt die Kletterwand? Die habe ich nämlich noch gesehen. Da. Ah, hier. Das ist gar keine Kletterwand. Oho! Jetzt hol dein Skill raus. Klar! Klar, sagt er! Oh, jetzt aber! So, wo ist die? Wo ist die Achtung? Gut, vor dem Fall. Mario, spring! Was machst du? Okay. War einfach natürlich nur. Ey, du musst noch ein Stück weiter hoch. Ah, okay. Da, auf dem Graffel. Den letzten haben sie natürlich ganz oben hingeklatscht. Oh Gott. Und dann musst du wieder runter zu den Fliegenpilzen. Das wird richtig schön, wird es. Ja, runter ist immer leichter als hoch. Oh! Oder da. Also wenn du das von hier oben mit einem Sprung ohne runter zu gucken schaffst, kriegst du ein Eis. Super. Ich hab nur keine Ahnung. Weißt du? Mach's nicht. Der wollte schon ansetzen, ich hab's genau gesehen. Ich will ja. Mir liegt's auf der Zunge. LOL! Geil! Oh, herrlich. Ich hab's also ein Eis. Du kriegst am besten noch was. Ja, genau. Oh, geil, genau getroffen. Ich hab's irgendwie im Urin gehabt, ich wusste so, okay. Wie war das vorhin mit, das Glück ist mit den Doofen, ja? Im ersten Stern so verkackt und im dritten gleich beim ersten Mal. Bam! Schau, wie eingelocht.
Aber ich muss jetzt mal, ich habe gar nicht hingeguckt. Was muss ich denn machen? Erforsche die Steilbahn. Weißt du was? Das sind nicht mehr die 100 Münzen. Ist das hier die Rutsche? Glaube schon. Da würde ich dir aber empfehlen, zuerst zu rutschen, weil wenn dir der Stern irgendwo auf der Rutschbahn ploppt, ja, dann ist natürlich ist doof. Ist die Kacke richtig schwer am Verdampfen. Uah. Mist. Ja. Ja. Kannst ja mal testen. Ja, ich hab's versucht. Mamma mia. Mamma mia. Na, weißt du, jetzt, wo er den roten, den Stern von den 8 Roten perfekt getroffen hat, wird er übermütig. Jetzt boostet sich so langsam der Sack auf. Der Gute. Ja. Ah. Ah. Die Leben werden weniger. Es dezimiert sich. Wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Ja, aber es ist gut. Eine Ewigkeit später. 2 Jahre später. Haha, mach mal jetzt einen großen Bogen um die Dinger. Ja, ja. Weil du kannst dir den ganzen Scheiß da hinten auch schenken und einfach die Steilwand hochklettern. Kannst du dir den Part hier schenki? Schenki Mari? Oh, fast hätte. Der Gauner! Guck mal, wie er dir am Arsch klebt! Geh mal da rechts runter. Ja, da sind ein paar Münzis. Tschüss! So wird zum Thema Münzen. Hey. Das ist mal die Stadt. Ich will doch erst die Rutsche machen. Fall halt runter. Ich schwör, dass die Maulwurf, wenn du mich da jetzt runterholst, dann spiel ich Zelda und dann fallen die Bäume in die Bäume rein. Ja, natürlich. Und noch runter. Weißt du, den Part, bei dem ich am Anfang voll verkackt habe, wo man jetzt denken könnte, er hat extra gemacht. Den habe ich mit einmal super hinbekommen und jetzt nur in am Ende doch wieder zu machen. Das habe ich euch denkt. Ach, Graf! Ach, Graf! Mario, du spielst ja nicht so Knöten. Ja, Mario, so krasse Knöten-Kinder. Als er ganz Freunde, habe ich gestern den App erstmal angeguckt, wie Knöten-Kinder ist. Ja, seine Eier baumeln an seinem Kinn. Knötenkinesis. Das erinnert mich irgendwie an Peter Griffin. Ja, stimmt. Er hat ja auch so einen Eiersack als King. Ja, natürlich. Da hält sie sich nicht fest. Ne? Diese Kamera ist unglaublich. Alter, wollt ihr mich verarschen? Hallo? Warum nicht? Hä? Du musst da ein bisschen steiler an den Abgrund. Weil du dotzt ja mit dem Kopf oben dran, weißt du? Oi, oi, oi. Letzter Pixel. Also, ich habe eigentlich immer gedacht, es gibt schlimmere Kameras. Die Kamera in Mario wäre eigentlich noch ganz okay. Ich nehme alles zurück. Die Kamera in diesem Spiel ist unglaublich scheiße. Also,
so scheiße hat. Oh Gott, hatte ich sie nicht in Erinnerung. Aber sie ist tatsächlich so kacke. Ja, ich weiß nicht. Halt. Ich glaube, hier war irgendwo noch ein Fünfer oder so. Oder kurz bevor du runterrutschst, links. Irgendwas war hier noch. Ach, ein Leben. Ein Leben wird man dir. Oh, eine Münze. Keine Münze verpassen, bitte. Ich bin einfach zu schnell. Ja, dann bremst. Ich bremse hier schon. Da ist eine blaue, hol sie dir. Gib Gas. Gib Gas. Da musst du Gas geben. Oh. Scheiße, die ist weg. Das wusste ich nicht. Uiuiui. Gut. Also an den 5 Münzen wird es hoffentlich nicht scheitern. 6. Und jetzt nochmal so ein fetter Schwall an. Alter, ist die Strecke assi. Hauptsache, du fällst nicht runter. Oh! Vor allem, jetzt müsste da hinten irgendwie dann wieder rauskommen, ne? Aus dem Gelöt. Tja, aber ich meine da die... Ja. Scheiß doch auf das Leben jetzt! Scheiß doch drauf! Boah. Er ist jetzt runtergefallen. So, gut. Jetzt die lassen jetzt leider keinen Fünfer fallen, ne? Ja, dann ist das halt so. Hauptsache ich krieg die Hunde jetzt. Nee, das geht nur bei den großen Gumbas. Lauf mal da rechts die Schräge runter. Da ist noch so eine. Ich glaube, da unten sind. Oh Gott. Ist noch so eine Achtermünzenreihe. Oh nein. Brems. Lol. Gut. Die Münzen waren ja noch relativ einfach. Ich glaube, die roten Münzen. Versuch die tatsächlich mal als letztes einzusammeln. Nein! Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, scheiße, warum hab ich denn da jetzt mal Oh, nein. Kriegst du den Sack im Arsch, im Sack im Hirn. Im Finger, in der Backe, überall. Hä? Okay, wir beschweren uns jetzt mal nicht. Okay. Ich probier's jetzt mal am Speed, ey. Das muss ich wieder mal sagen. Ich glaub, wenn du hier. Ja, natürlich. Weißt du, wenn du langsam. Jetzt. Ja, die sind schon wichtig, der Zehner, der ist schon wichtig. Alter, da kriegst du doch. Warte mal, ich will mal was gucken. Mamma mia. Ein bisschen stärker, vielleicht läuft's dann besser. Die Sensibilität, oder was? Ja. Ich glaube, schnell war gut, aber nicht zu schnell hier bei den Blauen. 50%, das war vielleicht ein bisschen zu lasch. So, ja, perfekt. Ja. Gut. Oh, scheiße. Ja, ich geb's zu, die Kurve ist wirklich assi. Die Kurve kenne ich noch, die ist richtig assi. Oh, Mist, ey, hätte ich einfach nur bremsen müssen. Wäre alles gut gelaufen. Mamma mia. Aber ich hab so das Gefühl, zieht uns keine Leben ab. Merkst du es? Wenn wir bei der Runde versagen, immer noch 22. Ja, ich weiß, oder das ist so ein Reset-Point, wobei. Das gab's ja beim Dings auch nicht, beim Eisel. Ach, es ist egal. Keine Ahnung, das
Also wie gesagt, wir beschweren uns mal nicht. Wir sind froh, dass wir da die Strecke nicht jedes Mal laufen müssen. Okay, okay. So. Oder du... Ja, das habe ich mir eben auch gedacht. Okay, langsam, langsam, langsam. Wir haben Zeit. Oh Gott! So. Ja, es läuft doch! Gib Stoff, gib Stoff! Oh. Ja, auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall besser als vorhin. Noch. Nee, die, ich dann. Da musst du das aber wieder zurücklaufen, ne? Ist so eine gute Idee, das. Uiuiui. Oh, der will's echt wissen, hey. Oh Gott. Achso, du willst jetzt dann zurücklaufen. Ja. Ah, okay. Ich hab gedacht am Ende. Ja, hier ist nämlich halt die. Gefahr ziemlich hoch. Die ist ein bisschen einfach runterfalle. Dann muss ich es ja nicht umsonst in die Länge ziehen. Mhm, ja, klar. Super. Habe ich das schon mal? Da ist der Pizza kommt ab. Wahrscheinlich wird das wahrscheinlich wieder voll zerpasst. Schön, dass ihr freiwillig runterfällt, Bonbons. Das gefällt mir. Nicht, dass ich eure Musik bräuchte. Alter, wie kannst du mich denn da unten treffen? Halte durch, es sind nur noch 13 kleine Münzen. Ja, das kriegt er schon hin. Ne? Oh. Oder der gute alte Rüberhangler. Ich rate mal lieben. Boah! Alter! Mach keinen Scheiß. Ey, ich weiß oben safe noch von 10 Münzen. Einfach. Ich will aber nicht über diese komische Brücke, wo ich das so einfach verkackt habe. Einfach ganz normal weiter. Scheiß doch auf die letzte. Geh doch einfach weiter. Geh doch da hoch. Geh doch einfach nur da hoch. Was willst du denn bei. Ah, ich will auch. Scheiß doch auf die Kackmaulwürfe. Okay, okay, gut. Ruhig, ruhig, Blut. Ruhig, Blut. Einfach weiter. Ein Gumba-Blatt machen, genau. Das kriegst du schon auch noch hin. Ja, aber nicht jetzt. Das wär's. So, gibt's hier noch irgendwas? Wenn du den Sprung schaffst. Oh, das wären genau 3 Münzen.
Oh Gott. Kein. Ja. Leute. Oh, wir haben das Ding. Oh, den 100er auf den 100er. Geil. Wunderbar. So, und jetzt runter? Jetzt kann's verrecken. Ich will jetzt nochmal die Rutsche machen. Ah ne, da muss ich ja hier vorbei. Ja, da musst du wieder hoch, ich wollte gerade sagen. Du musst ja da diesen... Alter! Jetzt haben wir aber Speed. Ich glaube, die bumsen dich. Ja. Geh unten rum. LOL! Darf's keinem erzählen, Alter. Ja. Alter, dieses Mario, ey. Dieses Mario. So, und jetzt einfach nur noch runter. Einfach nur überleben. Drauf geschissen. Jetzt nicht verrecken oder so. Falls doch, ist egal. Dann spawnen wir eh wieder hier. Ja, ich weiß, dass ich da ran muss. Bremsen! Ha, da haben sie noch eine unsichtbare Wand eingebaut, die Schweine. Egal, Hauptsache, immerhin etwas. Und die leben ja auch wieder nach oben. Siehst du? Kannst du mal sehen. Das ist ja echt krass. Ja. Kann man ist aber interessant zu wissen, dass sie dich hier nicht leiden lassen. Weißt du, wenn du da nicht die Kurve perfekt nimmst, dann rutschst du einfach wieder zurück. Du gibst, du bremst, auf der einen Seite bremst du, damit du nicht über die Kurve fliegst, aber die Erhöhung, die sie da eingebaut haben, lass mich verkacken, wenn du bremst. Alter, diese Scheiße da. Ja, das ist so eine Wissenschaft für sich hier, die Kacke. Ich bin japanisch, ey, Hauptsache schwer. So. Weißt du, aber die Gegner, die ziehen uns kein Leben. Schmödel. Vorhin hast du es noch so easy peasy im Vorbeirauschen gepackt. Klar. Na, da fliegen aber auch einige Leben rum, du. So, und jetzt ein Schwungi und genau. Die Schnauze, Mario. Voll nett rum, Mario. Jetzt kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Eigentlich. Sagte er und wurde alles besser gelernt. Und Stoff. Schönes Eisen. Ah, geschieht dir recht. Den kannst du jetzt nicht verfehlen. Gut. Wenn ich den nicht verfehle, das wäre legendary. Boah, Leute. Kann man noch gleich nochmal duschen gehen. Ja, Mann, ey, ich bin auch schon übel geschwitzt, nur vom Zugucken. Ey, das ist echt pervers. Ausschau auf der Brücke. Oh, scheiße. Da musst du wieder ganz... Weißt du, was es ist? Das ist dieser... Inner Wasserfall, genau. Wo die Box aktivieren. Was machst du denn jetzt? Das war aber ein bisschen sehr ambitioniert. Nee, du musst doch sowieso auf dieses Ding. Da ist ein Stern auf dem Punkt. Ja, da kommst du aber entweder mit der Kanone oder mit so einem Luftschwung von unten hoch. Ich dachte, der Luftschwung käme von dem Pilz. Ich meine, der Pilz ist doch nicht umsonst da. Hier. Der da. Ist doch nicht umsonst da. Von hier ist ein... Nee, ich meine, es ist... Bei der... Ich hab's damals immer mit der Kanone gemacht, aber ich glaube, so sollst du es eigentlich auch nicht machen. Haben wir die Kanone schon freigeschalten? Nee, ne? Weiß ich nicht. Gab's hier ja, unter dir. Ja, aber wo ist denn dieser pinke... Ach
Ach so, der Gnom da. Aber da ist ein komischer Kackbruder. Ah, darauf habe ich gewartet, auf die Stelle. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Ist mir egal, ich mach das mal fertig. Ich will nicht auf die Uhr gucken. Ich will mich psychologisch nicht ganz fertig machen. Nee, die Uhr sagt. Kletter doch einfach mal diese verkackte Kletterwand hoch, dann musst du da nicht dauernd jedes Mal bei diesem. Mit diesem Baumstammrad vorbei. Ich sehe nix. Ja, ich sehe genauso viel wie du. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Oh. Erstmal eine Runde heulen. Ja. Lol. Jetzt hat er Hummel im Arsch. Ich hab grad keine Ahnung, was ich mache hier. Ich auch nicht. Geh doch da jetzt rechts einfach wieder weiter. Du bist doch schon oben. Genau. Easy going. Einmal dran gelaufen. Ja. Okay. Mario, spring! Bitte! Ich komme da doch nicht zum Springen! Warum springe ich hier so? Verpiss dich, Affe. Das ist jetzt so, dass du gut gewinnst. Jetzt ist er ja wieder da unten. Aber der verreckt ja vorher der Flug. Achso, schade. Ich dachte mit dem Scheiger irgendwie rüber und dann. Vielleicht mit einem super duper Weitsprung. Oh, wo kommt er denn her? Einfach oben. Sehe ich auch. Einmal aufs Leben scheißen, ganz normal rüber da. Achso, ja, stimmt. Nee, ich hatte gedacht, ich kann da irgendwie einen Sprung oder so. Ja. Ein Speedrunner schafft es. Speedrunner. Wir Normalsterbliche nicht. Ja, das Ding musst du da benutzen. Was ist das Ding? Das Ding hier. Für? Ja. Und dann jetzt schnell zum Wasserfall. Zum Wasserfall, zum Wasserfall. Der ist da vorne. Ah, okay, okay, okay. Aber warte, der muss sich nochmal aktivieren. Nochmal neu. Ja! Oh Gott! Oh, wieder reingeglitscht. Ist mir egal, Hauptsache ich hab's geschafft. Ich glaube, jetzt haben wir's soweit. Es fehlt nur noch der eine Assi-Stern draußen auf dem Pilz. Ich meine, wir haben's. Oder haben wir's? Das müsste jetzt an der Stelle zu Stern gewesen sein. Jetzt kommt er nicht mehr ins Bild rein. Reinkommen. Ja, geil. Suche den einsamen Pilz. Ja, super, toll. Hey, finde ich gut. Ich habe gefunden und jetzt. Ein, zwei Stockwerke höher oder mit irgendeinem Wind. Probier doch einfach mal von hier aus. Wir haben ja auch genug Leben. Na, da war's nett. Ich glaube aber nicht. Ich meine, ich hätte das schon mal in einem frühen Verlauf schon mal versucht zu schaffen. Und ich dachte schon TBA sozial gewesen. Da war ich auch im letzten Level so ein Raging gewesen. Von hier, ne? Nee, eins weiter. Probier mal von hier aus. Ja, genau. Wenn du gerade drauf zufliegst. Wo bist du? Wie gesagt, gerade drauf zu, nicht Meter weit dran vorbei. Schneid mal raus. Den gesamten Part rausschneiden und die Highlights zurechtschnippeln.
Bevor ich mein komplettes Gesicht auf YouTube verliere. Zu spät. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, allein die ersten 10 Minuten, die guckt sich hier keiner an. Also dieses Video könnten wir eigentlich zusammenschneiden auf 2 Minuten. Probier da einfach mal hinzuballern. Nee, das schafft der Mario nie. Ja, nee, da muss ja irgendwie eine Windbrause kommen. Probier es einfach mal. Mit so einem Weithupser. Mit so einem, ne, da weißt du, was ich meine. Ja, gib ihm! Nee, das schafft er da nicht. Wir haben ihn berührt. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich, egal wie ich das mal ausdrücke, Aufwind kriege. Boah, wie kommt man denn da nochmal dran? Ich hatte es im Leben auch schon einmal geschafft, aber ich glaube, ich bin das nicht. Ja, wie gesagt, meine Strategie war halt immer mit der Kanone rüberballern. Boah. Halt genau den Stern treffen, ne? Aber das ist... Ich probier's einfach mal. Aber wir müssen die Kanone ja erst noch aktivieren. Ich glaube, die Kanone war da drin. Wo ist denn der Gauner? Ja, aber... Ich meine, der steht bei der Kanone. Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier steht er nicht. Alles klar, okay. Das müsst ihr hier genauso machen. Glaube ich. Spring einfach mal nach vorne. Nicht so. Ich glaube nicht. So, wir müssen gucken, wo der steht. Mama mia. Wo steht der? Ich weiß, wo. Ich glaube, ich weiß, wo der steht. Wir haben den doch vorhin irgendwo mal gesehen, oder? Nee. Das war bei dir. Ich weiß, wo der steht. Und das ist für mich das Asozialste, was du in diesem Spiel jeweils machen kannst. Ich glaube, ich habe jetzt die Idee. Ja, ich finde den Pilz schon assi. Ja, nee, ich meine, ich weiß, wo diese Knutschkugel steht. Die Knutschkugel. Ja, ich muss immer an diese scheiß Smash Bros. Immer wenn ich das Wort Knutschkugel höre, muss ich an den Fiat 500 denken. Knutschkugel, ahoi, ja, dann musst du hier. Hier tun. Ach, da unten im Graben, ne? Wo du dich jedes Mal runterlegst. Kann das? Ich sehe nichts. Ja, da, ja, da ist er, der Wichsgnome. Oh, Alter. Oh, ist das knapp. Ist das knapp. Alter. Jetzt nicht husten. Was machst du denn jetzt? Achso, ja gut, ich kann ja wieder runter, ist egal. Ich hab nur Schiss, dass ich die Kanone nicht mit der Kanone nicht treffe. Kann passieren. Fetz mal von hier aus direkt runter. Ah ne, der Winkel ist zu steil. Ne, mach's nicht. Hat ich auch nicht vor. Auch wenn's so aussah. Ich mach's immer so, wie ich es kann. Och, warum? Kann. Yes, kann. Ah, mir fällt noch was anderes ein. Mach noch mal zur Kanone. Ja. Sag ich dir da, wenn du dort bist. Ey, weißt du, warum können wir uns nicht einfach hier am Anfang eine Flugkappe spawnen? Ja. Ja. Wie war das bei Mad Mario 3? Warum lässt du die Münzen und die Sterne nicht einfach auf den Boden liegen? Aber ich bin der Level. Stopp, stehen bleiben! Jetzt rechts runter. Langsam. Langsam. Da kommt doch jetzt der Wind. Weißt du? Okay, das funktioniert auch nicht. Schade. Das ist zu gut. Da haben sie mitgedacht. Schade. Ich weiß, was du meinst. Hm. Gibt's da noch einen
Ja, hier halt einfach. Hier ist irgendwie runterpacken halt. Jo! Ich glaube, viel anders geht's auch nicht. Bitte? Viel anders wird's auch nicht funktionieren an der Stelle. So, jetzt wird's interessant. Also, das wäre jetzt so eine Stelle, wo man echt ein Safe State gebrauchen könnte. Aber wir sind ja Profis. Weiter höher, weiter höher. Nicht? Weiter höher? Ja, ist vielleicht. Ja, wobei. Wo, also, wir merken uns mal, das Ding sieht gut aus. Boah! Hab ich doch gesagt, weiter höher! Geil! Hat doch einmal. Da war. Boah, super! Was ist das? Da war das untere schwarze Dreieck direkt am Übergang von der weißen Wolke zum blauen Himmel. Ist mir scheißegal, ich hab den Stern. Geil! So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 50 Minuten. Boah, Alter! Es schickt. Ich bin fix und alle. Alter, Leute. Ich geh scheißen. Vielen Dank fürs Durchhalten. Also wer jetzt noch am Ball ist, Respekt. Der hat für, ihr habt euch echt der hat für auch eine Dusche verdient. Respekt. Wer das ja alles durchgezogen übel hat, hat für immer meinen Respekt. Ja, war auf jeden Fall cool. nee, war nicht cool. Ja. Nee. Nee, das war eine. nee. Da gehe ich lieber in den SM-Killer und lass mich auspeitschen. Ja, Mann. das wäre immer eine Strafe, weißt du? Nicht so Knast oder so, sondern das hier. Blind, aber beim ersten Mal, bei einem Unglück. Ja, das wäre immer eine. Spiel Mario durch mit nur einem Leben, du Arschloch. Wenn du es nicht schaffst, musst du immer wieder von vorne anfangen. Und immer, wenn er verkackt, wird er mit einem Stück Fingerkuppe abgeschnitten. Oh. Das wird ja dann nicht besser. Also, hast du noch so zwei Finger, kriegst es dann nicht mehr hin. Ja, blöd gelaufen. War schon geil. Ja. Nee, war scheiße. Wir gehen jetzt. Fertig. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.